Moin moin Leute, Tumlo hier und herzlich willkommen zu einem etwas anderen neuen Projekt. Ihr seht mich, Kamera. Ja, ich bin gerade live, wir streamen. Chipmunk ist gerade dazugekommen. Du hast die Abstimmung verpasst darüber, was wir spielen werden. Denn ja, ich habe die Zuschauer entscheiden lassen. Generell, erstmal vorneweg, das Ganze wird ein bisschen lockerer. Ein neues EU4-Projekt. Und zwar haben wir gerade die Wahl gehabt zwischen ein paar Nationen hier in Indien mit dem neuen Patch. Lief auf einen 2 gegen 2 aus. Zwei Leute haben für Vidya Nagar gestimmt. Zwei haben für Zhang gestimmt. Ja, Chipmunk, deine Stimme hätte möglicherweise noch was ausgemacht. Aber jetzt ist es zu spät. Kevada, du wirst glücklich sein, denn wir spielen in Tibet. Wir gehen nach Zhang. Und ich muss unbedingt die Uhr im Auge behalten, weil ich habe meinen normalen Timer jetzt nicht. Bin gespannt, wie das wohl wird. Und wir spielen wie immer klassisch im Ironman-Modus. So, Staffel 11 ist das mittlerweile schon. Eieiei. Staffel 11. Wir nennen es einfach mal Tibet. Also für die Leute auf YouTube, ich weiß noch nicht, wie oft ich regelmäßig streame. Wir streamen jetzt gerade am Sonntag, den 9.9. gegen Abend. Und ich hoffe, das wird mal wieder, wird hin und wieder mal öfter passieren. Ich soll Partner werden. Irgendwann vielleicht, hoffentlich. Wenn ich wieder regelmäßig streame. Gut, erstmal, was ist unsere Ausgangslage? Wir haben einen Häuptling, der ist 28 Jahre alt, 233. Ein ruhiger Zeitgenosse. Ist jetzt nichts Weltbewegendes, aber es ist akzeptabel, sage ich mal. Kann man mitarbeiten, kann man darauf aufbauen. Wir sind ein Stammesfürstentum. Weil ich da immer noch sagen muss, das Stammeskönigreich, in der Stammesverwaltung finde ich nicht so gut wie der Stammesdespotismus. Hätten wir das Geld, würde ich wechseln. Ist aktuell leider nicht so wirklich drin. Denn die 10% günstigeren Kernprovinzen sind zwar sehr wertvoll, aber 10 Punkte Korruption können wir uns in der aktuellen Lage nicht leisten. Denn wir haben so ein paar Nachbarn, die uns nicht besonders gut leiden können. Vornehmlich Kam, Guge und U. Das sind die drei hier. Weil die auch genauso rivalisieren. Problem ist, die werden sich wahrscheinlich miteinander verbünden. Das Interessante an Tibet ist, wir haben einen relativ übersichtlichen Missionsbaum, aber einen sehr interessanten Missionsbaum. Wir haben die Aufgabe, Tibet zu vereinen, im Endeffekt, und dann Groß-Tibet zu gründen. Das ist die letzte Mission. Das Ganze spielt sich so ab, wir haben erstmal die beiden Missionen, um Tibet selbst zu vereinen. Das bedeutet Guge erobern, das bedeutet hier die beiden erobern und die beiden dieses Gebiet zu einen. Und dann können wir Tibet gründen. Glaube ich sogar als tibetische Nation hier, genau. Haben wir ein neues Land und kriegen jede Menge dauerhafte Ansprüche und wir werden vor allem auch zum Königreich kriegen eventuell neue Missionen, das weiß ich noch nicht, werden wir aber sehen. Und dann geht es eben darum, weiter zu expandieren. Auf der einen Seite haben wir hier die Möglichkeit Richtung Kaschmir, nach Nordwesten, wir können aber auch die chinesische Grenze quasi für uns erobern oder eben in den Süden Richtung Nepal und dann Richtung Indien, da ans Meer gehen quasi. Das sind die neuen Missionen. Und ja, ich würde sagen, unsere Rivalen haben wir. Wir fangen einfach mal an. Achte nebenbei immer noch so ein bisschen auf den Chat für die Leute auf YouTube. Ihr dürftet das sogar in der Aufnahme sehen, wenn die Leute was schreiben. Von daher, seid brav. Chat, seid brav. So, wir haben Adel, wir haben Klosterorden und wir haben Kaufleute. Natürlich fallen wir uns direkt beim Klosterorden ein. Schicken unsere Händler los. Einen nach Lhasa, das ist immer in unser Handelszentrum. Ich vermute, sonst haben wir nirgendwo Einfluss. Trotzdem einfach mal jemanden nach Chengdu, weil wir da am ehesten was hinbekommen werden. So, wie machen wir das jetzt? Ich überlege, meinen Herrscher zum General zu machen, aber werde ich erstmal nicht machen, denke ich. Wir brauchen natürlich Ansprüche auf unsere Nachbarn. Und ich bin ganz kurz weg, denn mein Mitbewohner ist gerade etwas laut. Ich bin da im Moment. Welche Religion haben wir und was bringt sie uns? Die Frage kam gerade im Chat auf. Wir sind Vajrana. Vajrana hat Moral- und Heretiker-Bonus, also Toleranz gegenüber den Heretikern. Und wir haben das Karma-Prinzip.
Karma funktioniert folgendermaßen. Wir kriegen Vorteile, wenn wir besonders, also wenn wir, die Höchstvorteile haben wir bei, mit neutralem Karma. Wenn wir, also wir, da kriegen wir eben, wie ihr hier seht, plus 5% Disziplin und plus 2 Punkte diplomatische Reputation bei einem Karma zwischen 33 und minus 33. Steigen wir da drüber, kriegen wir nur noch plus 1 bei der diplomatischen Reputation, fallen wir darunter, kriegen wir nur noch plus 2,5 Disziplin. Das heißt, wir wollen so neutral wie möglich bleiben. Was, wie passiert das? Karma steigt, wie ihr hier sehen könnt, durch die Ehrung von Allianzen, Vasallen entlassen, Entlassen von Nationen in Friedensverhandlungen, Rückgabe von Kernprovinzen und Konvertierung von Provinzen. Das heißt, wird gar nicht mal so einfach, positives Karma zu bekommen. Karma sinkt nämlich erfahrungsgemäß wesentlich schneller, als dass es steigt. Nämlich dadurch, dass wir Kriege erklären und Provinzen übernehmen. Das heißt, ich rechne damit, dass wir relativ schnell negatives Karma bekommen, gerade am Anfang, gerade bei meinem Spielstil. Aber deswegen werde ich auch versuchen, immer mal wieder Nationen zu entlassen und ähnliches, um eben Karma zu verbessern, auch wenn uns das gegebenenfalls diplomatische Macht kosten wird. Ansonsten sind wir gegenüber dem wahren Glauben sehr tolerant. Heretiker geht so. Toleranz gegenüber Ungläubigen eher weniger. Gut, so viel dazu. Was können wir noch machen? Wir können das, die Inkraftsetzung des Vermächtnisses machen, um die Missionarstärke zu verbessern und die Ungläubigen loszuwerden. Übrigens, das ist die Religionskarte. Das heißt, unsere Hauptquelle für Karma wird tatsächlich sein, dass wir andere Nationen bekehren. Es kann ich weiß nicht, wie viel Karma wir dadurch bekommen. Ich kenne die Verhältnisse nicht so ganz. Aber es kann sein, dass wir alleine dadurch, dass wir andere erobern und sie dann bekehren, das Ganze wieder ausgleichen können. Wäre angenehm. Weiß ich leider aktuell noch nicht. Ansonsten, wir können einen Lama einladen. Nicht ein Lama, sondern einen Lama. Dalai Lama. Sagt vielleicht was dem einen oder anderen. Wie genau das funktioniert, weiß ich noch nicht, müssen wir uns anschauen. Wie dem auch sei, ich brauche Verbündete. Ich will nicht alleine dastehen. Ich habe überhaupt keine Lust darauf. Das heißt, wir fangen an mit Ladakh, denn die sind eine gute Hilfe gegen Gujek gegebenenfalls. Und ich weiß, ich werde hier genau das gleiche Problem haben wie in Japan, dass ich einfach die ganzen Namen nicht aussprechen kann. Sorry schon mal dafür im Vorhinein. Vielleicht wisst ihr es besser, dann könnt ihr mir Bescheid sagen. Imbuvan hier werde ich auch mal dazu nehmen, glaube ich. Werde ich das? Könnten wir halt gegebenenfalls auch einfach erobern. Problem ist, dass sich Kam, U und Guge wahrscheinlich gleich verbünden werden. Worauf ich eigentlich weniger Lust habe. Tadik Yogia ist schon ein interessanter Verbündeter potenziell, aber auch nicht so sehr. Wir sind halt ein Tributstaat von Wing und sind dadurch halbwegs geschützt, weil der Rest hier noch keine Tributstaaten sind. Wir holen sie uns erstmal dazu als Bündnispartner. Denn allein defensiv sind zwar nicht riesig, aber die bringen auch irgendwie 5000 Mann mit. Das bringt schon was. Unser Truppenlimit ist übrigens bei 9 Regimentern. Werden wir gleich ausbauen. Die Donation Alerts aus. Sollten sie eigentlich nicht? Habe ich gerade eine Donation bekommen? Moment. Moment. Tatsächlich. Akila hat mir gerade 3 Euro gespendet. Vielen Dank. Ich muss die Donations noch aktivieren. Das, wisst ihr was, das mache ich nach der Folge. Also wenn ihr, wenn ihr Donations raushauen wollt, dann wartet damit noch einen Moment, sonst kommen die Alerts nämlich nicht. Danke Akila. Du warst, glaube ich, damit die erste Donation überhaupt. Ja, es gibt einen Donation-Button auf meinem Twitch-Channel. Wie dem auch sei, zurück zum Spiel. Ich will mich nämlich nicht so sehr ablenken lassen. So. Ja, die Staatsehe mit Ladakh können wir machen. 6-2-4, das ist eine solide Königin. Können wir mal schauen. Haben wir hier schon das gefürchtete Dreiecksbündnis haben wir noch nicht tatsächlich. Denn Guge und U haben sich noch nicht miteinander verbündet. Schade, ich habe schon gehofft, sie wären vielleicht Rivalen. Aber das macht es mir auf jeden Fall wesentlich einfacher, weil ich mir dann eben einen von denen als Ziel raussuchen kann. Und mit denen Kam mitziehe. Gegebenenfalls. Da müssen wir mal gucken, wie genau wir das machen. Wir werden vor dem Moment den Armeeunterhalt sowieso nochmal runterschrauben. Und... Bishnupur, wo ist Bishnupur? Nämlich auch ein potenzieller Bündnispartner. Ne, okay, die sind uninteressant. Die sind klein und schwach. Das bringt uns nicht viel. Limbuvan nehme ich nochmal mit. Auch wenn sie mit U verbündet sind. Ich hoffe einfach, dass es dazu führt, dass die beiden sich nicht miteinander verbünden.
Wir werden es aber im Auge behalten. Denn das würde bedeuten, ich kann zuerst Guge angreifen und in dem Zug gegebenenfalls dann auch mehr Kam holen. Was tatsächlich wichtig ist für uns, ist, dass auf gar keinen Fall Ming Kam erobern darf oder Sarek-Yogi, denn das sind Provinzen, die brauchen wir für Tibet. Und es wird lang genug dauern, bis wir uns überhaupt mit Ming anlegen können. Wir werden wahrscheinlich auch relativ früh erstmal zum Tributstaat werden. Nebenbei werde ich auch mal versuchen, hier Ansprüche auf Gorka zu fingieren. Denn jedes... Ja gut, so viel dazu. Denn jede Nation, die wir angreifen können außerhalb, bietet uns doch die Möglichkeit, an anderer Stelle zu expandieren. So. Ich lehne mich mal zurück, denn jetzt heißt es erstmal warten und Geld zu sammeln. Delhi möchte Kaschmir angreifen, macht das gerne. Schön ist, wir haben hier relativ viele kleine Nationen, die man gegebenenfalls erobern kann. Und unser Häuptling ist ein architektonischer Visionär. Minus 10% Baukosten. Das ist gut. Ne, die Staatsehe lasse ich mal raus. Ich werde jetzt auch noch keine neuen Einheiten ausheben, das werde ich gleich erst machen. Aber immerhin haben wir ein schönes Plus gerade. Also wir werden wahrscheinlich erstmal versuchen, hier Gorka anzugreifen, wenn es klappt. Jumla als Verbündete, die sind hier nebendran, die könnten wir gleich mit annektieren gegebenenfalls. Finde ich gut, das ist eine schöne Sache. Denn ich brauche auf jeden Fall mehr Truppen, wenn ich es mit den dreien gleichzeitig aufnehmen will. Vor allem kämpfen wir halt auch mitten in den Bergen. Was es durchaus schwierig macht, gerade wenn man selbst offensiv unterwegs ist. Mit etwas Glück könnten wir sie in Fallen locken, aber... die Frage. So. Ist fertig. Wir haben den einzigen Anspruch, den wir auf Google bekommen können. Kam hat sich jetzt noch mit Karadel verbündet. Entschuldigung. Die sind hier oben. Können wir auch im Hinterkopf behalten. Ich werde jetzt erstmal Ansprüche auf Kam noch finden. Bitte such dir keine weiteren Verbündeten, dann bist du mein Ziel Nummer 1. So, ich will neue ostasiatische Speerkämpfer haben. Ich will mein Truppenlimit ausreizen. Ich werde auch den Armeeunterhalt jetzt wieder hochsetzen. Und dann können wir gleich 3 Provinzen erobern mit insgesamt... 18 Entwicklungen und bei unseren, ich glaube, knapp 60 Entwicklungen haben wir. Moment, Vorsicht, die Entwicklung. Wirtschaft? Ja. Okay, wir haben 36 Entwicklungen. Das heißt, wir kriegen quasi nochmals 1,5-fache unserer Entwicklung obendrauf, wenn wir uns das holen. Da würde ich sagen, das ist durchaus angenehm. Und pusht uns nochmal ein ganzes Stück weiter. Genau das werden wir jetzt nämlich auch tun. Wir dürften dir nicht allzu überlegen sein. Deswegen warten wir auch noch einen Tick mit. Warte ich auch noch ein bisschen ab, bevor ich denen den Krieg erkläre. Ich hoffe, dass sie kein Bündnis schließen in der Zwischenzeit. So. Ja, gut, Shiba, ihr interessiert mich ehrlich gesagt sehr, sehr wenig. Wir greifen die beiden an. Jumla wird nicht zum Kriegsverbündeten, denn die haben noch ein paar Verbündete mit dabei. Was wir aber machen werden, ist Limbuwan als Kriegsverbündeten reinzurufen und sie einfach hängen zu lassen. Also wir versprechen ihnen Land, das sie nicht bekommen werden. Und wir brauchen einen General. Das ist viel Manöver. Bringt uns zwar... Also Manöver ist meiner Meinung nach immer noch der schwächste Wert, den es gibt, aber... Finde ich trotzdem gut. Frage kommt gerade auf, habe ich Spezialeinheiten von den Ständen? Ich habe als Tibet keine besonderen Stände. Ich habe nur die Standardsachen, außer dass die... dass der Klerus Klosterorden heißt. Dementsprechend... Keine Sondereinheiten, leider. Aber vielleicht beim nächsten Mal. Ich werde den tatsächlich nicht sofort hinterherlaufen, sondern ich werde es so handhaben. Was? Wir haben sie noch erwischt? Das war nicht geplant. Oh oh. Die Schlacht wollte ich nicht schlagen. Aber wir gewinnen rechtzeitig. Umso besser, wenn wir jetzt nämlich direkt die anderen zurückschlagen. Mit Verstärkung. Diesen Krieg wahrscheinlich auch ziemlich schnell beenden. So. Die Bourgeoisie, die es bei uns eigentlich so nicht gibt. Aber ist okay. Volle Privilegien. Ich muss jetzt einfach mal so erstmal. Da kümmere ich mich gleich drum. Die Bourgeoisie fordert Privilegien.
In der Klasse der Bourgeoisie werden die Stimmen gegen die Macht der Adelsfamilien immer lauter, insbesondere gegen den Mangel an Gelegenheiten auf höhere Regierungsposten. Ihr einziger Weg zur Macht ist, in arme Adelsfamilien mit hohen Titeln einzuheiraten oder um offene Positionen in Regierungskreisen zu buhlen. An den Kaufleuten habe ich aktuell eigentlich nicht so viel Interesse. Ich habe lieber ein bisschen mehr Loyalität beim Adel, denn da werde ich jetzt auch mal das Parlament einberufen. Auch wenn wir damit gerade auf die 80 kommen. Fordern militärische Hilfe an. Wir könnten auch noch Manpower anfordern. Ja, wieso nicht? Machen wir einfach. Verbündete hängen lassen. Wir lassen sie nicht hängen. In dem Sinne, wir geben ihnen nur nicht das Land, was sie gerne hätten. Aber tatsächlich hat das, glaube ich, hat das keinen Einfluss auf Karma, wenn wir Bündnisrufe nicht unterstützen. Wir kriegen positives Karma, wenn wir sie unterstützen. Moin, Quacksalber Kamm. Entschuldigung ist auch eine schöne Begrüßung. Stimmt, der Einfluss bei 80 ist egal, es wird erst ab 100 problematisch. Das ist auch eine Balance-Änderung im Patch. Ah, das ist schön. Das haben sie jetzt gerade geändert. Das ist angenehm. So, ich würde sagen, Limbuvan hat die Belagerung leider, was sehr, sehr schade ist. Da kümmere ich mich gleich drum. Das heißt, ich werde mal ganz ein bisschen umpositionieren. Wir lassen einen da, der Rest marschiert rüber. Wir haben das Elend von Lhasa. Ein Vertreter der Bauern von Lhasa erreichte heute Lhasa und beschwörte Norsan, beim Ausbau und bei der Instandhaltung des Bewässerungssystems der Provinz zu helfen. Die örtliche Bevölkerung wächst stetig und beansprucht neues Land. Und dies mit einer Geschwindigkeit, die von der aktuellen Infrastruktur nicht bewältigt werden kann. Der Vertreter bittet außerdem darum, dass der Staat in der Zwischenzeit all jene mit Nahrungsmitteln versorgt, die bedürftig sind. Obwohl dieses Projekt neben den Kosten nur wenige Nachteile mit sich bringen würde, so gibt es derzeit keine Pläne zum Ausbau dieser bestimmten Region. Und die Umsetzung in einem angemessenen Zeitrahmen wäre vermutlich keine einfache Aufgabe. Ich würde sagen, wir haben das Geld. Positives Karma nehme ich gerne. Das senkt die Steuereinnahmen. Wir machen es trotzdem mal. Man muss Ständen kein Land mehr geben. Das ist interessant. Die Änderung wusste ich noch gar nicht. Ich habe mir die Patchnotes nämlich noch nicht im Detail durchgelesen. Ich habe erstmal mir eigentlich nur einen Überblick verschafft. Das ist tatsächlich sehr, sehr interessant. Ich überführe mal meinen Spion und schicke ihn hier rüber. Was ich machen möchte, ist weiter vor allem die Kleinnationen erobern. Für den Anfang. Das heißt, wir werden es folgendermaßen machen. Ich werde mir jetzt auch gleich... Ich werde versuchen, mich mit Jaunpur zu verbünden, damit sie einfach keine Rivalen werden, potenziell erstmal. Weil die, glaube ich, sehr, sehr schnell, sehr, sehr gefährlich werden können. Würde aber gerne hier die ganzen kleinsten Nationen an der Grenze erobern. Wir sichern. Ich werde Jaunpur auch mal als wichtige Nation markieren. Genauso wie die Bengalen. Wenn wir schon mal dabei sind. Weiter weg. Aber Ming markiere ich mir noch. Ich hoffe ja, dass Limbuvan uns gleich die Provinz übergibt. Wäre schade, wenn sie es nicht tun würden. So. Kein Land an Stellen zu geben, senkt aber die Autonomie und beschleunigt die Regierungsreformen. Das stimmt tatsächlich, da muss man eben abwägen, weil es gibt eben einfach Vorteile, dadurch, dass die Provinzen eben von dem Stand kontrolliert werden. Wenn wir uns mal ein Beispiel anschauen, hier. Klosterorden sorgt dafür, dass es geringere Unruhen gibt. Außerdem beim Adel... Erhöht die lokale Autonomie für Rekrutenreserve und Einheitenlimit und erhöht die lokale Manpower. Es gibt durchaus Vorteile. Genau, wenn man ihnen Land gibt und es dann wieder wegnimmt, da macht man sich unbeliebt mit, das stimmt. Aber ich glaube, ich bin tatsächlich ein Spieler. Ich werde die Stelle dadurch jetzt nicht komplett ignorieren, aber ich werde ihnen deutlich weniger Land geben als bisher, einfach weil ich sage, ich habe gerne die volle Kontrolle. Und kriegt dann lieber die vollen Ressourcen raus. Und guckt, dass ich die halt so gut es geht über die Events Manager und sowas. Aber okay, wir holen uns auf jeden Fall mal den Anspruch, den ersten auf Khan. Wenn ich so drüber nachdenke,
Kommst du tatsächlich nochmal heim, weil ich glaube, es ist schlichtweg sinnvoller, wenn wir uns schnell, so schnell wie möglich Tierhut schnappen. Und dazu dann Dan. Es bringt uns einfach mehr, als wenn wir jetzt erstmal die ganzen Ansprüche auf Karm fingieren. Denn einfach, sobald wir die haben, kommen wir da voran. Und sie geben uns die Provinz. Sehr schön. Sie werden jetzt sauer sein, weil sie von uns kein Land bekommen werden. Das ist mir egal, ich muss sie sowieso früher oder später erobern. So, wir haben die 100%. Der Typ aus Tierhut kommt kurz heim. Ming greift die Euraten an, was durchaus interessant sein kann. Wir werden jetzt einfach mal hier erobern. 37 AE. Es geht, ein bisschen Geld, wenn auch nicht viel. Aber Land ist Land. Wir verlieren durchaus ordentlich Vertrauen. Aber das ist mir relativ egal, denn gerade am Anfang geht es erstmal einfach nur darum, unsere eigene Position zu stärken. Aber wir haben relativ viel Karma verloren. Minus 18 haben wir jetzt. Sind wir aber immer noch im wunderbaren Bereich. So. Neues Land. Wir haben unser Gebiet veranderthalbfacht auf einen Streich. Wegnehmen und anderem Stand geben wäre okay. Das ist interessant. Werde ich im Hinterkopf behalten. Generell, ich finde es interessant, mal EO4 mit Stream zu spielen und einfach mal den Chat quasi, die Community mal direkt mit einzubinden. Weil normalerweise frage ich eher mal was und kriege dann ein paar Tage später eine Antwort und 3 Folgen später kann ich es umsetzen. Jetzt haben wir quasi direkte Interaktion. Bin gespannt, wie das läuft. Das ist jetzt so ein bisschen ein Versuch. Auch für die Leute, die es jetzt erst auf YouTube sehen, schreibt mir einfach mal einen Kommentar, wie ihr das Ganze findet. Und auch mich mal vor der Kamera zu sehen. Übrigens, ich arbeite an einer guten Beleuchtung, aber ich arbeite mit nicht ganz so idealen Methoden. Klar, Quacksalberkamm, du kannst gerne meinen YouTube-Kanal empfehlen. Ich glaube aber tatsächlich, dass die Leute, die da sind, größtenteils meinen Channel schon kennen. Und irgendwann demnächst sollte sich der Nightbot auch nochmal melden und meinen Link posten. Und Dang hat uns rivalisiert. Tja, mir nur relativ egal, ihr werdet sowieso gleich erobert werden, wenn ihr euch keine neuen Rivalen, neuen Verbündeten holt. Ich mal hier das Korruptionsding. Meine Armee lasse ich tatsächlich aktuell aktiv, weil ich rechne jederzeit mit einem Angriff. Aber ich finde schon mal schön, dass Limbovan immer noch unser Verbündeter ist. Ach, einen YouTube-Kanal, ich dachte, du meinst meinen. Aber klar, Steinwallen habe ich selber auch schon oft empfohlen. Absolut empfehlenswerter Kanal. Und auch jemand, den ich persönlich sehr, sehr schätze. Wir hatten ja schon mal das Vergnügen, bei der Gamescom ein paar Mal miteinander zu quatschen. Im Writing Bull Community-Treffen vor allem. Sehr sympathisch. Wir hatten eine interessante Diskussion. Da könnt ihr gerne vorbeischauen. Wir verlieren unsere Allianz gleich. Aber und wenn schon, denke ich mir. Eine Königin des Volkes. Wie alt ist unsere Königin? Wir haben noch gar keine. Doch, wir haben hier eine. 24, die hält also noch ein bisschen durch. Senken wir die Unruhen deutlich, aber das können wir uns nicht wirklich leisten. Na, wir nehmen die Legitimität lieber. Wir haben aktuell kein Geld dafür. Wofür wir aber Geld haben, ist unsere Truppen auszubauen, denn das brauchen wir. Wenn wir gleich gegen die beiden gewinnen wollen. Oh, Krieg. Kathmandu. Die beiden kämpfen miteinander. Soll mir recht sein. Weil dann können wir jetzt gleich beide einzeln erobern. Oder sogar alle 3. Machen wir das jetzt nämlich gleich. Ich habe meinen Anspruch auf Tierhut. Du kommst direkt zurück. Bleibst auch kurz da, damit wir direkt Dang angreifen können. Limbuwan brach das Bündnis. Ich gucke nochmal kurz nach neuen Bündnispartnern. Haben wir doch schon wieder neue Leute. Mogauk ist interessant gegen Kam. Hätte ich auf jeden Fall gerne dabei. Werde ich jetzt auch tatsächlich mal langsam machen, bevor ich wieder angreife. Denn ich würde fast es vorziehen, jetzt noch schnell ein paar Bündnisse zu schließen. Eins haben wir noch offen. Frage ist, wen nehmen wir? Manipur oder Koch? Ich nehme erstmal Koch dazu.
Steinwallen spielt momentan Ming im Let's Play, während ich Japan spiele. Also ich hätte kein Problem damit, mal gegen ihn zu spielen. Aber ich weiß leider, er ist nicht so der Multiplayer-Spieler. Was ich finde es ein bisschen schade, aber ich kann es gut verstehen. Ich bin ja selber eher Singleplayer-Spieler. Und ich glaube, in so einer Multiplayer-Partie, da würde sein typischer Let's Play-Stil auch nicht so zum Tragen kommen. Aber wer weiß, vielleicht kann man hier irgendwann mal was zusammen machen. Wir greifen jetzt auf jeden Fall erstmal Dan an. Und erobern weiter und schicken direkt noch einen Diplomaten nach Kathmandu. Der nächste wird dann nach Limbuwan gehen. Wir erobern jetzt einfach weiter und ich hoffe mal, dass wir nicht allzu viele Rebellen aufscheuchen gleich. Bei Stadt Limbuwan könnten wir auch direkt Doti nehmen. Und hier diese ganzen kleinen Einzelstaaten holen. Die sind zwar alle nicht besonders viel wert, die hier an der Grenze. Ihr seht ja alle hier drei Entwicklungen. Aber gerade in unserem aktuellen Zustand, drei Entwicklungen sind drei Entwicklungen. Und auch das bringt was. Miteinander spielen, ach, verrückte Idee. Nee, aber generell, weil man ist einfach nicht so der Multiplayer-Mensch. Weil ich da doch ein ganz bestimmtes Projekt im Hinterkopf habe, da würde ich ihn sogar mal fragen. Mehr verrate ich aber nicht. Ich habe möglicherweise etwas mit Crusader Kings geplant in der nächsten Zeit. Aber mehr sage ich dazu noch nicht. Denn ich will, dass endlich der verdammte Patch kommt. Ich glaube, ich sollte auch langsam mal einen Cut setzen. Ich habe leider keinen Timer im Blick. Aber erstmal haben wir den Anatomie-Saal. Ärzte aus Shigatse haben damit begonnen, gutes Geld für frische Leichen zu bezahlen, um diese untersuchen zu können. Ärzte behaupten, dass es sie befähige, Kenntnisse über den menschlichen Körper zu sammeln und sie für das Wohl der Menschheit zu dokumentieren. Das Verständnis über die menschliche Anatomie zu verbessern, ist jedoch kein Argument, das die Einheimischen beeindruckt, wenn sie die Gräber kürzlich Verstorbener geöffnet finden. Die Bevölkerung von Shigatse verlangt nun, dass wir diese schrecklichen Praktiken verbieten und den Grabräubern ein Ende setzen. Wir haben aktuell sowieso noch keine Innovationsfähigkeit, von daher teilen wir sie und schicken die Ärzte heim. Ja, das befürchte ich auch, Thor. Ich will diesen Patch haben, aber es dauert so lange im Moment. Bin so gespannt darauf, was die da raushauen. Ah, und Kathmandu hat erfolgreich Tierehut erobert. Das heißt, wir können sie direkt angreifen gleich. Also sobald wir hier die Belagerung zu Ende gebracht haben, werden wir das auch tun. Weil ich bin tatsächlich verleitet, solange sie noch geschwächt sind. Wir greifen sie sofort an. Solange sie noch geschwächt sind, nutze ich die Gelegenheit. Und Koch würde uns sogar helfen. Interessant. Ach nee, das ist deren Verbündeter. Ja gut, vergesst, was ich gesagt habe. Wir würden nochmal 5000 Mann dazu bringen. Nein. Wir kümmern uns erstmal in aller Ruhe um unser kleines Ziel hier drüben. Expandieren einfach so gut wir können jetzt erstmal und dann schauen wir weiter. Also der nächste Crusader Kings Patch wird definitiv groß. Also da freue ich mich drauf. Ich spiele es ja relativ viel, allerdings eher privat. Ich hatte ja einmal ein Projekt auf meinem Kanal. Das lief allerdings nicht so gut, allerdings aus technischen Gründen. Falls ihr euch daran erinnert, ich habe ja immer wieder Ruckler gehabt. Und ein ziemlich schwules Holland. Es war faszinierend. Ja. Wir haben einen Erben. 333. Du bist besser als der aktuelle. Wenn auch nur minimal. Egal, damit können wir leben. Aufstieg der Kaufmannsklassen. Meinetwegen. Zählt mich jetzt nicht so sehr. Minus, was wir gerade haben, ist minimal, aber wir haben auch die Kernprovinzen noch nicht fertig. Das liegt daran hauptsächlich. Du kommst kurz heim. Wir annektieren direkt Dan, nehmen uns das Geld mit. Dankeschön. Machen hier direkt weiter, sobald der Diplomat wieder da ist. Und werden dann gleich Doti angreifen. Apropos Technik, wäre es möglich, meine Stimme ein klein wenig lauter zu drehen? Natürlich. Mache ich sofort. Ist es jetzt besser? Das waren, glaube ich, knappe 2 Dezibel laut dem Mixer. Laut der Einstellung.
Ich hoffe, es passt besser. Ich rede einfach mal ein bisschen durch. Sollte ich sowieso machen, immerhin streame ich gerade. Auf jeden Fall haben wir jetzt den nächsten Anspruch. Ja, schon, das freut mich zu hören. Und ich würde auch sagen, ich habe den Timer gerade nicht ganz im Blick, aber ich setze jetzt mal einen Cut für die Leute auf YouTube. Vielen Dank fürs Zuschauen und sagt mir, wie gesagt, dass ihr generell von dieser Art des Projekts haltet und schaut beim nächsten Stream vorbei. Ich kann noch nicht sagen, wann, aber ich werde versuchen, einen regelmäßigen Streamtermin zu finden. Wahrscheinlich einmal die Woche dann. Auf jeden Fall, wir sehen uns bei der nächsten Folge oder im nächsten Stream. Haut rein. Und...